Hallo und herzlich willkommen bei TV Schatz. Heute möchte ich einen weiteren Sekt vorstellen, und zwar den Fürst von Metternich Riesling Sekt. In Vorbereitung auf dieses Video habe ich bei der Henkel-Gruppe, zu der auch die Firma Fürst von Metternich gehört, eine Expertise des Weines angefordert und diese auch bekommen. Vielen Dank dafür. Der Fürst von Metternich Riesling Sekt, den ich heute vorstellen will, ist ein sortenreiner Wein, und auch dafür steht die Firma Fürst von Metternich nach dem Motto: Der Sekt ist immer nur so gut wie sein Grundwein. Das heißt, bei Metternich gibt es nur sortenreine Weine von deutschen Anbaugebieten. Die Marke Fürst von Metternich hat sich darauf spezialisiert, die charakteristischen Eigenschaften der Rebsorte zu erhalten. Die Reben, zum Beispiel hier jetzt hat eben der Riesling, kommt aus den deutschen Weinanbaugebieten Rheingau, Rheinhessen, Pfalz und Neckar. Das charakteristische Klima in Deutschland, der Wechsel von warmen sommerlichen Tagen und kühlen Nächten, lässt die Trauben langsam reifen und verleiht dem deutschen Sekt seinen unnachahmlichen Charakter. Heute habe ich einen Piccolo dabei, und zwar, wie gesagt, den Riesling-Sekt von Fürst von Metternich, der sich durch seinen gehaltvollen Geschmack und sein typisches Bouquet eines deutschen Riesling-Sektes auszeichnen soll. Ich bin gespannt, was der in der Live-Verkostung jetzt mal zeigen wird, und dann mache ich den jetzt mal auf. Okay, er zischt schon mal sehr schön. Ich habe mir hier auch ein Glas bereitgestellt. Also man sieht sehr schön eine feine Perlage. Ja, wie erwartet ist das sehr hell, also wie die Riesling-Weine eben auch. Und ja, Champagnerfarben würde ich das Ganze bezeichnen, nicht zu dunkel zum Wohl. Ja, und auch im Geschmack zeichnet sich die Rieslingtraube einfach aus. Das ist so ein ganz klassischer Riesling-Sekt, wie man sich vorstellt. Ich würde sagen, da dominieren auf jeden Fall die Zitrusfrüchte, sprich vielleicht ein bisschen Grapefruit, Aprikose. Ja, oder auch der Pfirsich. Eigentlich so das Charakteristische des deutschen Rieslings ist definitiv in dieser Flasche Fürst von Metternich Riesling-Sekt enthalten. Ja. Ich finde, man sollte wirklich darauf achten, welchen Sekt man kauft und welcher auch zu einem passt. Und wenn jemand wirklich diese trocken ausgebauten Sekte von deutschen Weingütern sehr gerne trinkt, ist er beim Fürst von Metternich Riesling Sekt auf jeden Fall gut aufgehoben. Ja, das war's mit meinem Video. Ich lasse mir den jetzt noch ganz lecker schmecken und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss!